Sein Leben ist ein einziges Abenteuer. Kaum ein Winkel dieser Welt, den er nicht bereist hat. Erstaunlichste Begegnungen prägten sein Leben. Und nur knapp ist er dem Tod entronnen, als er auf Kannibalen traf. Als Fotograf hat er die größten Rockstars der 70er und 80er Jahre begleitet. Er hat die Modefotografie verändert und eine der größten Werbeikonen kreiert. Hannes Schmid. Abenteurer, Fotograf, Künstler und Familienvater. Er hat einen unbändigen Geist. So jemanden kann man nicht anketten. Und jetzt, mit 70 Jahren, steht Schmid vor seiner größten Herausforderung. Er will Kambodschas Kinder retten. Das ist jetzt eine von meinen 30.000 Kindern. Ist sie nett? Say hello. 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 Unter ärmsten Verhältnissen aufgewachsen, zog der Tockenburger nach seiner Elektrikerlehre in die Welt hinaus und hat sich immer wieder neu erfunden. Ich habe das Fotografieren so gelernt, dass ich lerne alles so. Ich lerne so ein Hilfswerk bauen, ich lerne so alles. Ich lerne es selber und wenn ich Hilfe brauche, hole mir Hilfe. Und also gerade jetzt, ja, es braucht sicher ein gewisses Grundtalent, das braucht man dazu. Und dann ist es nur noch Fleissarbeit. Arbeit, 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 Arbeit. Und so lange probieren, wie es geht. Phnom Penh am Mekong. Kaum irgendwo ist die Schere zwischen Arm und Reich größer als hier in Kambodscha. Es war vor 6 Jahren. Wie schon oft war Schmid als Fotograf in Asien auf Reportage. Aber Kambodscha ließ ihn innehalten. Die Armut und das Elend der Bevölkerung haben ihn tief getroffen. Schmid ist in einem der zahlreichen Slums von Phnom Penh. Gezielt will er ganze Familien dort rausholen, raus aus der Stadt. Das ist seine Vision. Und was macht der Ehemann? Hat er eine Ausbildung? Er kann fahren. Kann er ein Tuk-Tuk fahren? Lass uns das anschauen. Vielleicht könnten wir sie aufnehmen. Schauen, ob es eine Möglichkeit gibt. Okay. Ein Wohnbuch. Ich komme kein Flöhe. Schmid ist auf dem Weg zur Familie Dawen. Diese Familie will er aus dem Slum holen und ihnen Arbeit verschaffen. Das sind alles ihre Kinder. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kinder. Ja, es gibt Kinder nicht einmal eine Schere, eben in dem Alter. Oder? Dafür hat Schmid das Hilfswerk Smiling Gecko Cambodia gegründet. Kein Hilfswerk im herkömmlichen Sinne. Vielmehr diverse Unternehmen und Start-ups. Come on, boys. Dazu gehört auch eine Farm. Bald wird diese Familie dorthin ziehen. So, nearly all the children are born here. Schmid ist Ideenlieferant, Investor, Motor und Fundraiser. Aber alle Projekte setzen seine Mitarbeiter in Kambodscha um. Parrot Kong, einer der engsten Mitarbeiter von Schmid, erzählt, dass die Familie seit 15 Jahren im Slum lebt. Ich freue mich sehr, darauf wegzugehen. Und wie geht es den Kindern? Sehr gut, sie freuen sich. Sie sagt, dass sie den Großeltern erzählt haben, dass sie in ein großes Haus ziehen werden, aufs Land.
Und was nimmt sie mit? Bringt sie etwas von hier mit auf die Farm? Nein, wir haben nur unsere Kleider. Dieser Slum heißt Zement-Slum. Die Menschen hier kaufen auf den Baustellen gebrauchte, leere Zementsäcke. Sie trennen sie auf und nähen aus den Einzelteilen große Plastiksäcke für die Müllsammler. Ich kenne die meisten Familien da. Jedes Kind wächst dir irgendwo das Herz. Oder? Jedes denkst, du musst so ein Baby jetzt da. Was hat das für eine Zukunft? Oder? Mit 6, 7 fangen die an, Säcke auseinanderzuschneiden. Den ganzen Tag, von morgen früh, wenn es hell wird, bis abends, bis dunkel wird. Zwischen 5 und 10 Dollar pro Tag kann eine Familie so verdienen, wenn das Geschäft gut läuft. Und wenn auch die Kinder arbeiten. Also, das ist eine typische Wohnung, jetzt, oder, wenn du da reinschaust. Oder? Die zahlen für so eine Hütte Miete, das kann 1 Dollar, 2 Dollar, das kann sogar bis zu 3 Dollar gehen pro Tag. Und wenn sie jetzt da Stromanschluss haben, müssen sie Strom zahlen. Und das Land, das gehört immer irgendwie, meistens gehört das einem Vietnamesen, einem Chinesen. Aber Recht haben sie ja kein. Also ich kann das, morgen kann der Packer kommen, ohne Vorwarnung und alles zusammenfahren. Am liebsten würde Schmidt alle auf seine Farm mitnehmen. Aber sein Hilfswerk ist ein Start-up-Unternehmen, kein Sozialdienst. Es gibt einfach gewisse Familien, die einen grossen Rucksack mit sich tragen. Das sind natürlich einmal, sie haben Drogenprobleme, Alkoholprobleme, sie gamblen, also die Misshandlung von Kindern. Und sobald wir das natürlich feststellen, ist es für uns eigentlich schon ein No-Go. Weil wir können das nicht haben, wir sind eine Farm-Community und die Probleme können wir nicht handeln dort draussen. In 2 Tagen beginnt die Familie Dawen ein neues Leben. Und für die Kinder beginnt eine Zukunft mit Perspektiven. Nicht weit vom Zementslum entfernt, die Müllhalde von Phnom Penh. Einmal in Kambodscha angekommen, wollte Schmidt wissen, wo die Ärmsten der Armen leben. So kam er auf die Müllhalde und blieb für viele Monate. Wie die Müllsammler wohnte er in einer Hütte. Wenn man meine Arbeit anschaut, wenn man das, was ich mache im Künstlerbereich, ich mache alles genau so. Ich beiß mich in etwas rein und dann lebe ich es. Erleben langt nicht in diesem Moment. Und aus dem Internet abladen langt auch nicht. Sondern dann muss man es selber leben, weil erst dann kommt das Verständnis. Erst als die Müllhalde Teil seines eigenen Lebens wurde, hat Schmidt begonnen zu fotografieren und zu filmen. Fotograf auf der Müllhalde. Das hat der Regierung nicht gepasst. Das hat zu Verhaftungen geführt, das hat zu Nacht im Gefängnis geführt damals, oder? Aber auch der Richter irgendwann hat er dann Verbarmen gehabt mit mir. Er hat ihn dann mal gefragt: Oh, Mr. Schmidt, you again? How long will I see you? Dann habe ich gesagt: Look, solange das Kind hat auf der Müllhalde, siehst du mich. Und dann hat er eigentlich so geschmunzelt und hat vermutlich gefunden: Ja, das gibt aber noch recht viel Geld, weil ich ja immer müssen 500 Dollar zahlen, oder, am Morgen, oder? Und er ist dann eigentlich einer gewesen, wo irgendwann einmal hat er dann begriffen, was ich dort mache. Die Regierung hat Angst gehabt, dass ich gegen sie bin, dass ich das ausschlachte und sie jetzt international in die Pfanne haue, bis sie es dann gemerkt haben, dass ich ja eigentlich ihnen helfen will, die Leute wegzubringen. Inzwischen ist Filmen auf der Müllhalde verboten. Wir drehen versteckt auf der Rückseite, wo weniger Menschen arbeiten und die Kontrollen der Regierung seltener sind. Diese Familie verdient ihr Geld mit Plastikrecycling. Sie holen das Plastik vom Müllberg, waschen und trocknen es. Am Abend verkaufen sie es an Händler in der Stadt. Meist geht es dann weiter nach Vietnam, wo Granulat hergestellt wird, und von da nach China in die Produktion. Ich mache diese Arbeit seit 5 Jahren. Wenn ich es schaffe, genügend zu trocknen und zu verkaufen, sind es etwa 30 Kilo pro Tag. Dafür bekomme ich ungefähr 30.000 Riel.
Das sind umgerechnet etwa 7 Franken pro Tag. Diese Familie hat nicht einmal eine richtige Hütte. Rund 70% der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei knapp 60 Jahren. Viele Menschen treibt der Hunger vom Land in die Stadt. Die meisten von ihnen sind Analphabeten ohne jegliche Ausbildung. Sie stranden in einem der zahlreichen Slums, doch auch dort mangelt es ihnen an allem. Es ist 6 Uhr morgens. Die Bewohner dieses Slums sind längst auf den Beinen. Sie bereiten Essen zu, das sie später in der Stadt verkaufen. Viele Menschen hier arbeiten hart. Und doch reicht es nirgends hin. Ich behaupte, es ist sogar ein System, dass man die Menschen nicht bilden will. Es ist ein System, dass man die anhalten will. Weil wenn man das auf die nächsten 25 Jahre anschaut, hat das Land einen grossen Wert. Nämlich die billigsten Arbeitskräfte von ganz Asien. Und das erreicht man, indem halt die Leute nicht bilden und sie halt auch im Dreck leben lassen. Also für mich ist das fast wirklich etwas, wo man sagt, das ist vermutlich gewollt. Schmid begann Reis und Wasser zu verteilen, zahlte für die Ausbildung der Kinder. Nachhaltig war das nicht. Bald stand für ihn fest, dass er Arbeitsplätze schaffen musste. So würden sich die Familien selber ernähren können und für die Ausbildung ihrer Kinder aufkommen. Knapp 2 Autostunden nördlich von Phnom Penh in der Provinz Kapong Chenang. Mit Tuk-Tuk, mit dem Pöff, mit dem Ajax. Aus dem Nichts und innerhalb von nur 2,5 Jahren hat Schmid mit seiner Organisation eine Farm-Community aufgebaut. Die Familien stammen ausnahmslos alle aus den Slums. Yeah, bin ich sie nicht. Oh, bin ich sie nicht. Oh, ja. Das ist jetzt eine von meinen 30'000 Kindern. Ist sie nicht? Say hello. 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 You say hello. Hello, hello. Hallo to the Swiss people. Schau jetzt mal. Wer bin ich? Bin ich dein Papa? Zwölf Bauernbetriebe bilden die Farm-Community. Die ehemaligen Slum-Bewohner bewirtschaften das Land und arbeiten in der Hühner- und Schweinezucht. Schmid ist kein Landwirt und braucht Beratung für sein Projekt. Viel Know-how kommt aus der Schweiz vom Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum in Cham. Wir hatten so eine lustige Geschichte. Irgendwann ist einmal die Fruchtbarkeit ist da oben ab und wir sind verzweifelt. Und wir haben die Leute da von der Landwirtschaftsschule Schluckhof in Cham. Und die sind auch verzweifelt, weil unser Futter ist richtig, die Tierhaltung ist super. Wir haben gar nicht gewusst, warum. Oder? Und sie haben dann Kontakt aufgenommen zu einem von der Hühnerspezialisten in der Schweiz. Und der hat dann alles abgefragt, alter Hähne, alter Hahn. Oh, eure Gückel, die sind einfach viel zu jung. Die waren 3 Monate oder 2 Monate jünger als die Hennen. Und die Hennen die haben mit denen nicht wollen, weil die Hennen haben vermutlich gemeint, der ist nicht zügigkräftig. Und jetzt haben wir alle Gückel müssen ändern. Und jetzt sind wir so auf 3 bis 4 Monate im Alter drüber. Und jetzt funktioniert es. Jetzt haben wir wieder unsere 40% Fruchtbarkeit von diesen Eiern. Solche Episoden gab es zuhauf. Wie gedeihen die Tiere am besten? Was wächst auf diesem Boden? Seit Jahrzehnten wurde hier nichts mehr angebaut. Auf das Wissen von Einheimischen konnte Schmid nicht zurückgreifen.
Die Schreckensherrschaft der Roten Khmer hatte dieses Wissen komplett ausgelöscht. Der Anfang war hart und Schmied erlebte viele Rückschläge. Eine Fischzucht musste er ganz einstellen. Der Boden musste erst fruchtbar gemacht werden. Mühsam häckseln die Arbeiter Pflanzen in die Erde ein, um Nährstoffe zu erzeugen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt nicht vorgestellt. Ich habe einfach gedacht, jetzt gehen wir an, jetzt fliegen wir den Boden und dann sehen wir, oder? Und dann ist natürlich dann das gekommen, aber ich glaube nicht, wenn ich das alles gewusst hätte, ich wäre gar nicht hin, weil ich hätte dann gewusst, die Böden sind nicht fruchtbar. Und ich hätte gewusst, dass es schwierig ist. Also wäre ich gar nicht hin. Ich hätte gesagt, nein, dann gehe ich gar nicht hin. Wieso will ich da, oder? Und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen ein anderes Denken. Ich bin Künstler. Und das ist für mich ein Kunstwerk. Das ist für mich nicht irgendwo eine Wirtschaftszone, irgendetwas, was ich mache, sondern das ist ein künstliches, kreatives Denken. Und ich fange neu mit an. Und dann entwickelt sich das. Und so mache ich ja meine Bilder, meine Kunst, meine Geschichten. Ich gehe irgendwo an, ich fange neu mit an und dann entwickelt sich das. Und du musst die Offenheit haben, die Flexibilität, dass du dich an dem anpassen kannst. Wenn das eine nicht geht, dann geht das andere. Ist doch gleich. Schlussendlich ist wichtig, dass wir das Resultat haben. Und wichtig ist, dass es für die Menschen machbar ist. Die Bauernbetriebe sind klar auf Profitabilität ausgerichtet. Alles, was die Familien für den Staat brauchen, erhalten sie auf Darlehensbasis. Inklusiv Betreuung und Ausbildung. Dann arbeiten sie auf eigene Rechnung. Sobald sie Gewinn erwirtschaften, bezahlen sie eine Pacht. Bald soll die Kooperative unabhängig von Spendengeldern funktionieren. Das ist eine reiche Challenge. Jetzt musst du dir mal vorstellen, die kommen jetzt von nichts, sie kommen mit No-Bildung und irgendwann kommen sie jetzt bei uns unter Druck zu produzieren. Also, das ist nicht heile Welt da, weil die müssen jetzt jeden Tag lernen, ihre Hühner zu pflegen, richtig zu ernähren, das Heu mit der Soja umgehen, sie richtig zu pflegen. Sie kommen auch im Druck, weil das ist ja eine Welt, wo sie müssen verdienen. Also, sie müssen ja Ertrag haben. Das ist eine der härtesten Schulen, die die jetzt durchmachen. Auch für die Menschen aus den umliegenden Weilern gibt es viel Arbeit. Die Farm-Community wirkt sich auf die ganze Gegend aus. Ende Woche ist Zahltag. We want ambassadors. So the best is everybody who comes out there becomes an ambassador and is a person who. Schmied arbeitet fieberhaft am Ausbau seines Projektes. Auf dem Farmareal baut er Gästehäuser und ein Restaurant. Der Tourismus soll das ganze Projekt ankurbeln. Soklip Ngon, ein junger Jurist, selbst in ärmsten Verhältnissen aufgewachsen, hat durch ein Hilfswerk die Chance auf eine Ausbildung bekommen. Seit Beginn, also seit 2,5 Jahren, ist er der Geschäftsführer von Smiling Gecko Cambodia. Roman Küng, ein ehemaliger Koch aus der Schweiz, bildet während eines Monats unentgeltlich das Restaurantpersonal aus. Everybody who comes on that farm becomes a donor. Jeder, der auf die Farm kommt, wird auch Geld spenden und unsere Philosophie in die Welt hinaustragen. Es ist eine riesige Herausforderung, Menschen auszubilden, die nie zur Schule gegangen sind, die nicht oder kaum lesen und schreiben können. Maria, kann ich dir was zeigen? Ja, klar. Bitte halte deine Hände so, dann sind deine Finger geschützt. Kannst du das versuchen? Da braucht es recht Geduld. Da muss man zum Teil zweimal zeigen, dreimal zeigen, viermal zeigen, bis es Intus haben. Es braucht ein bisschen mehr Zeit, es braucht ein bisschen mehr Aufwand. Aber es funktioniert dann schon im Endeffekt. Für dieses Projekt hat Schmied inzwischen die Hotelfachschule in Luzern an Bord geholt. Die Schule schickt regelmäßig Studenten, die im Betrieb mithelfen und Personal ausbilden. Die 26-jährige Maria Unun, die als kleines Kind verkauft wurde und nie zur Schule gegangen ist, ist heute Chef de Cuisine. Restaurant und Gästehäuser haben den Betrieb mittlerweile aufgenommen. Aber damit noch lange nicht genug. Neben den Stallungen steht inzwischen eine Schreinerei.
Geplant ist der Bau einer Textilfabrik. Und mit der Unterstützung der ETH und der Pädagogischen Hochschule Zürich soll hier schon bald eine Schule stehen. Das ist kapitalintensiv. Schmidt braucht Geld. »70 Jahre alt und noch so viel vor. So viel zu tun.« Schmidt holt Sponsoren an Bord und organisiert zusammen mit dem Medienhaus Ringier das größte Benefizkonzert, das die Schweiz je gesehen hat. Dies alles nur mit einem kleinen Verein im Rücken. Smiling Gecko Schweiz sind 7 Leute im Vorstand und 5 im Beirat. Alle arbeiten ehrenamtlich. Die Künstler spielen gratis. Gölle, Gotthard, Pegasus und Seven. Hey, dass du da bist, freut mich riesig. Es ist auch ein bisschen, dass an einem Versuch ist, ein Wechselbad, oder? Also es muss auch ein bisschen schaffen, genau, rütteln und auch wieder happy sein. Und dann aber auch das Recht haben, hey, will ich jetzt etwas machen, will ich jetzt etwas verändern, dürfen wir jetzt das zusammen auch feiern. Also, gehen wir mal richtig durchlaufen. Genau, ja. Ich weiss nicht, wann das stattfindet. Jetzt nicht mehr. Und? Gut, alles gut. Alles gut, läuft alles. Ja. Also, wir machen jetzt mal kurz ein paar Pressetermine dazwischen. Das ist der Luca von Energy. Hallo. Salut. Hallo, Luca. Salut. Freu mich. Ich fliege manchmal fast die Worte. Das ist so unglaublich. Die Bühne sieht geil aus, das Licht sieht geil aus. Und man muss sich das vorstellen, das wird kochen mit all diesen Bands. Ja, heute ist es natürlich auf der einen Seite eine Erleichterung. Oder? Man hat es geschafft, das Hallenstadion ist voll. Und auf der anderen Seite, da ist auch eine Erwartung. Und der Druck von dieser Erwartung, ja, der nagt an einem. Man darf es halt nicht zeigen, man muss es immer mit dem Lächeln überdenken, aber er nagt an einem die Verantwortung. Das ist eigentlich jetzt ein Skilass, glaube ich. Das ist ein Skilass. Die Vorbereitungen für diesen Event haben vor Monaten begonnen. Schmidt am Open Air Rock the Ring in Hinwil. Mit dabei sind seine beiden Kinder Max und Anna. Eigenhändig macht er Werbung für sein Benefizkonzert. Aber eigentlich ist er wegen etwas ganz anderem da. Gleich wird er hier einen Superstar treffen, den er aus längst vergangenen Zeiten kennt. Konzerte, Bands, Rock'n'Roll. Das war für fast ein Jahrzehnt das Leben von Hannes Schmidt. Hunderttausende von Fotos zeugen von dieser Zeit. Unzählige Stars hatte er vor der Kamera. Schmidt war nie nur ein Besucher. Er begleitete die Bands wochenlang auf ihren Tourneen, aber auch privat. Nicht wenige nahm er mit in die Schweiz zum Skifahren. Die Bands waren seine Familie. Heute sind diese Fotos Zeugen ihrer Zeit und werden als Kunstwerke gehandelt. Kaum jemand hat die wilden 70er und 80er Jahre der Rock- und Popmusik so eingefangen. Die Zeit von Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ich war sehr berühmt für meine Drogen. Das war nämlich weißer Schnupftabak aus der Schweiz. Und wenn die alle gezogen haben, habe ich dann am da drauf. Dann, ja. Und dann hat sie gesagt, was hat er? Hey Jungs, sie sind alles Hasenfüße. Das ist Schnee aus der Schweiz. Oh, geh rein. Dann haben sie das, und dann hat sie es natürlich gejuckt und gebissen und dann genossen und haben gesagt, so what? Und dann haben sie gesagt, it's all up here, guys, it's all up here. 257 Bands hat Schmidt fotografiert. Von der Band Supertramp hat er die wohl wildesten Partybilder gemacht. Aber nur ein einziges Bild hat er veröffentlicht. Und da waren alle noch angezogen. Und dann logisch, am nächsten Tag sind natürlich auch Sterne gekommen, bunt gekommen. Die haben alle die Bilder wollen. Und ich habe gesagt, ich kaufe, geht nicht. Oder? Und die haben gesagt, sie haben gehört, das sei ganz wild und nackte Frauen auf dem Tisch und alles. Und ich habe gesagt, ja, aber ich verkaufe keine Bilder. Ich bin mit der Band. Ich kann nicht die Loyalität, die ich habe zu denen. Oder? Und das zeigt vielleicht auch, ein bisschen, wie ich war. Also ich habe das sehr respektiert, dass man mich als Teil von ihrer Familie gemacht hat. Schmidt hätte mit solchen Fotos viel Geld verdienen können. Aber Profit war nie sein Antrieb. Und heute unterstützt ihn Roger Hodgson, Ex-Supertramp. Er schenkt ihm seinen Welthit Give a Little Bit zur freien Verwendung für sein Hilfswerk. You told me about, Er erzählte mir von Kambodscha. Ich wusste nichts darüber und viele von euch wahrscheinlich auch nicht. Aber da herrscht eine unglaubliche Armut und ein großes Elend. Singt alle mit mir, Give a Little Bit.
Vielleicht erreicht unsere Energie die armen Leute in Kambodscha. Ein paar Stunden zuvor. Schmidt dreht mit Kindern aus der Schule Dübendorf einen Videoclip mit dem Supertramp-Song für sein Hilfswerk. Mit dabei auch hier seine beiden Kinder. Ihre Geburt, sagt Schmidt, habe ihn verändert. Seit er Vater ist, will er etwas bewirken. Unsere Kinder müssen keinen Hunger leiden. Unsere Kinder können zu einem Arzt. Unsere Kinder haben Recht. Sie haben auf Wasser Recht. Sie haben auf Essen Recht, sauberes Essen. Sie haben auf Bildung Recht, medizinische Versorgung. Sie haben Recht auf ein Zuhause. Und vielleicht das Aussergewöhnliche ist, bei uns haben Recht. Die Kinder haben Recht auf Liebe. Wir dürfen unsere Kinder nicht mehr schlagen. Und ich frage mich immer, wieso ist das noch so in der Welt, dass wir wirklich Hunderte von Millionen von Kindern haben, wo man eigentlich die ganz rudimentären Rechte nicht geben kann. Das ist wahnsinnig. Er hat ein grosses Herz. Ja, das kann man mit nichts. Man kann es mit nichts aufeigen, was andere Menschen für einen machen. Du kannst es noch weitergeben. Einfach weiterschieben. Es ist so schön, dass ich das mit meiner Anna und meinem Max kann erleben kann. Ich habe vorhin gesagt, zu meinen beiden gesagt, das war schon Papi seine Zeit. Gell? Und jetzt kann ich das mit meinen beiden Kindern erleben. Oder? Und da kommen dann schon Erinnerungen. Hey, my friend. Thank you. Very, very. Vielen, vielen Dank. Das hat mich so berührt. Ich war zu Tränen gerührt. Ich habe es versucht. Die Menschen, die du berührst, können sich glücklich schätzen. Du hast die Freude am Geben und am sich kümmern entdeckt. Je mehr dir das Leben gibt, desto mehr solltest du zurückgeben. Wenn man das nur in der Schule lernen würde. Ich habe ihnen die Müllhalde und die Slums gezeigt. Dann habt ihr die andere Seite des Lebens gesehen. Ich verändere mich, wenn ich da bin. Ich habe ein schnelles Leben. Ich reise von Kontinent zu Kontinent monatlich hin und her und auch rund um mich herum. Und ich bin wahnsinnig schnell in meiner Gedankenwelt. Und was man da in einer Nacht verarbeitet, das ist enorm in dieser Stille. Viel, viel tiefer für mich wie Meditation. Und das ist meine zweite Welt. Das ist auch mein Schutz. Ich habe einen schweren Tinnitus. Und den Tag durch bin ich fast, ja, ich muss Geräusche haben. Und ich komme am Abend da rein und dann will ich keine anderen Geräusche mehr. Dann ist mein Geräusch, ich bin wie dem Meer von dem Sch. Das ist in meinen Ohren innen und ich gebe mich da drin rein und in dieser Welt lebe ich dann. Dann gehen meine Gedanken wie ein Blitz hin und her und auf und ab und hinterfragt wieder alles. Und dann kommen wir wieder zurück auf den Cowboy. Was ist jetzt mit dem? Wie gehen wir da hin? Und dann kommen wir wieder zurück in mein Hilfswerk. Und dann kommen wir wieder zurück in ein anderes Thema. Und darum sind die Nächte oder die Stunden, die sind eben nicht langweilig, sondern sie sind sehr, sehr, sehr beflügelnd und sehr, sehr reichhaltig an Gedanken. Der Cowboy ist heute eine Werbeikone. Allgemeingut. Für Schmidt Anlass, ihn neu zu interpretieren. Er band seine eigenen Fotografien auf Leinwand. Auf dem Ölbild wird der Cowboy wieder zum Unikat und wandert von der Plakatwand ins Museum. Manche Bilder werden für über eine 500.000 Franken gehandelt.
Aber Schmid hat viel eigenes Geld in sein Hilfswerk gesteckt. Er muss sich dringend auf dem Kunstmarkt zurückmelden. Um sein neuestes Werk zu zeigen, Tusche auf Papier, organisiert er eine Ausstellung in seinem Atelier in Dübendorf. Sehr fließig mit deiner Malerei. Ja, du, man muss toll. Etwas schaffen, weißt? In meinem Alter musst du Gas geben. Weißt nie, wenn es fertig ist. Oder musst du etwas zurückladen, weil ja. Zwei Kinder und eine Frau, die muss ja auch auf etwas bleiben, oder? Ich habe natürlich auch gemerkt, dass es viele Stimmen gegeben hat rundherum, die gesagt haben, ja, jetzt hat er sich aus der Kunst zurückgezogen und der macht nur noch sein Hilfswerk. Und vielleicht merkt man das selber gar nicht. Ich identifiziere mich so mit dem Hilfswerk. Und das war der Ausschlag eigentlich für die Ausstellung und zu sagen, hallo, ich bin schon noch da als Künstler. Also ganz im Gegenteil. Das Toggenburg. Schmids Heimat. Unter ärmsten Verhältnissen wuchs er auf, war oft als Geißenbub unterwegs, bis er schwer an Tuberkulose erkrankte. So bin ich 3 Jahre lang in dem Sanatorium gsi. Das heisst 3 Jahre ohne Eltern, 3 Jahre ohne Geschwister. Alle Monate einmal einen Besuch. Und das hat einen geprägt. Und ich war jemand, der wahnsinnig Heimweh hatte, wahnsinnig gegangen ist an meine Eltern und an meine Geschwister. Und das war für mich ganz so schlimm als Kind. Ja. Mitte der 80er Jahre, das Elternhaus. Sohn Hannes, damals pausenlos in der ganzen Welt unterwegs, kam so oft es ging nach Hause. Als Kind fuhr er häufig mit seiner Mutter auf den Markt. Also ich bin ein grosser Teil meiner Kindheit bin ich auf dem Markt aufgewachsen, mit meiner Mutter. Oder? Und ich habe natürlich auch alle anderen Marktfahrer kennt. Und über den Mittag haben sie dann mich geholt. Ich musste eine Mittagsvertretung machen. Oder? Und wenn ich wirklich so ein herziger Bub war, haben dann natürlich die Bauernfrauen die Gemüsehübeli, obwohl sie es nicht braucht, haben bei mir gekauft. Oder der Rüebli-Scheller oder die Ochsengaller. Das ist natürlich für mich, ich habe glaube so, dort habe ich viel mitbekommen. Nach der Elektrikerlehre wanderte Schmid nach Südafrika aus und begann zu fotografieren. Die Kamera die neutralisiert mich. Ich bin nicht mehr Hannes, ich bin auch nicht mehr der Schweizer, ich bin nicht der Elektriker, sondern ich bin der Fotograf. Und das war natürlich anders. Da haben nicht alle Leute ein Fotoapparat gehabt. Also wenn dann je grösser das Objektiv war, umso wichtiger war es natürlich. Und je grösser der Fund, wenn zwei Fotoapparate hatten, dann ist sowieso dann ist der Status Superprofi da gewesen, oder? Und das hat mich fasziniert. Und das war ein Schlüssel zu der Welt. Während fast 7 Jahren blieb er auf Reisen. Eine der prägendsten Begegnungen war jene mit dem Stamm der Dani und Lani. Rituelle Kannibalen. Eines Morgens sind sie vor mir gestanden, bemalt, belähmt, grusig haben sie ausgesehen. Sie haben auf mich geschossen. Ich habe mehrere Pfeile bei mir in den Schultern gesteckt. Man hat mich zusammengeschlagen mit Steinen, man hat mich verprügelt. Und dann haben sie mich in den Saustall gerührt, in dem Dorf. Und das hat auch zu dem Ritual gehört natürlich, dass sie ein ritualer Kannibalismus leben. Das heisst, sie töten den Menschen nicht, weil sie den jetzt als Ernährungskette brauchen, sondern das ist ein Zeichen, dass wenn sie gönnen im Kampf, dass die Person ihnen muss dienen im nächsten Leben. Und das ist für mich natürlich oder für sie ausgeschlossen gewesen, weil ich bin ja kein Krieger gewesen. Ich bin eher ein Feigling gewesen, der um mein Leben bettelt hat, wie dass ich eigentlich eben mich gestellt hätte und gekämpft hätte. Und das ist so ein Instinkt gewesen, so habe ich überlebt. Hätte ich mich gewehrt, hätte ich nicht überlebt. Das war eine einfache Geschichte eigentlich. Als Schmid in die Schweiz zurückkehrte, jagte eine Station die nächste. Rockstars, Modefotografie, Werbung, Reportagen und vieles mehr. Alle paar Jahre erfand sich Schmid neu, veränderte sein Betätigungsfeld komplett und nahm dabei einen immer reicheren Erfahrungsschatz mit. Da ist der Föhn drin. Schau, merkst du den Wind, der kommt? Ja. Ist ein kleiner Frömsel, Brise, Zustall, Schiebestall. Aber immer blieb Schmid seiner Heimat, dem Toggenburg, verbunden. Frömsel, Brise, Zustall, Schiebestall, Hinderung, Käserock. Jetzt hast du es, oder?
Klettern und Skifahren. Der 13-jährige Max teilt die Leidenschaft für den Sport mit dem Vater. Du siehst nicht runter, aber du siehst genau auf die Gipfel der Lenzerheide. Ist das nicht so gefährlich, da runterzufahren? Nein, man muss einfach aufpassen. Erst mit 52 Jahren hat Schmid geheiratet. Mit 55 wurde er Vater. Noch vor 10, 15 Jahren habe ich Leute um mich herum verbrennt. Das ist die anderen Leute, die geraucht haben. Oder? Also, das war brutal. Ich bin wie eine Maschine. Ich fordere auch sehr. Also, bei mir geht es 24-7. Ich kenne keinen Samstag, keinen Sonntag, keinen Weihnachten, keinen Ostern, keinen Pfingsten. Das interessiert mich alles nicht. Das ist für mich nicht wichtig. Ich brauche auch den Freitag nicht. Wieso brauche ich einen Freitag? Was brauche ich einen Freitag? Wieso brauche ich Ferien? Ich brauche keine Ferien, weil von was brauche ich denn Ferien? Es ist ja nicht etwas. Ja, es ist physisch anstrengend, es ist psychisch anstrengend. Aber ich will ja gar nicht von dem weg. Ich will ja dem nicht entflüchten. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, mir läuft die Zeit fort. Ich habe das Gefühl, ich muss die Zeit bis in die letzten Minuten auskosten, die mir zur Verfügung steht. Und das ist ein Fakt. Also, meine Zeit läuft zurück. Und das ist Stunde X. Und du weißt ja keinen Tag, wann das kommt. Und alles, was nicht erledigt ist, hast du nicht erledigt. Das ist ja schon schade. What a team, hä? Huh? Ich glaube, gerade bei mir, auch in der Familie mit meiner Frau, also das ist. Ja, mit so einer Energiebolzen zusammenzuleben, das ist eine schwierige Sache. Und wir haben eigentlich dann entschieden, wenn unsere Kinder miteinander gross sind, brauchen wir eigentlich zwei Lebensräume. Und wir können eigentlich frei wählen, was für Zeit verbringen wir zusammen. Also wann ist der Hannes erträglich und wann ist er nicht mehr erträglich. Und ich bin natürlich schon zu Hause am Morgen früh fast nicht erträglich mit meinem gigantischen Putzfimmel und meinem Ordnungssinn, den ich habe. Also das treibt mich dann zum Wahnsinn, wenn das Geschirr vom Abend noch immer im Schützstein steht, da drehe ich durch. Und jetzt für meine Frau ist das einfach nicht so wichtig. Sie ist auch Künstlerin, sie ist sehr, sehr kreativ. Ja, es ist nicht einfach. Hillary und Hannes Schmid sind seit 18 Jahren verheiratet. Niemand hat es so lange mit ihm ausgehalten wie die Chinesin aus Singapur. I always think, I hold you close. Ich denke immer, ich habe dich gern bei mir, aber wenn es dein Traum ist, deine Leidenschaft, dann geh. Wir müssen unsere Leben in vollen Zügen leben, so wie wir es wollen. Ich will niemanden von seinen Zielen zurückhalten. Er hat sowieso einen unbändigen Geist. So jemanden kannst du nicht anketten. Ich sage ihm immer, du hast die Energie von 100 Leuten. Ich habe etwa die Hälfte dieser Energie. Ich kann da nicht hinterherrennen. Ich werde müde, er nicht? Und ich finde, wenn du so eine Energie hast, dann konzentriere dich auf etwas Gutes, Sinnvolles. Etwas, was du wirklich tun willst. Als kleiner Junge hat er auf dem Markt gelernt, wie man Menschen in den Bann zieht. Heute steht Hannes Schmid vor 10.000 Leuten im Zürcher Hallenstadion und bringt seine Botschaft aus Kambodscha zu den Menschen. Es gibt nicht viele Menschen, die ihr ganzes Leben so etwas erwecken. Ah, weißt du, du machst eben heute mal, was du 10.000 Leute bist. Gell, komm. Hallo, Rob. Ich sehe jetzt das Feedback von diesen Leuten, das ist unglaublich. Es gibt nichts Negatives. Alle sind positiv. Ja, so,
Unglaublich, oder? Ja. Unglaublich. Es ist auch verrückt, oder? Und ja, das ist auch vielleicht jetzt ein Teil oder ein grosser Teil von meinem Lohn, dass eben andere Leute happy sind, sich einbinden, das Verständnis geben. Das ist eigentlich das, was ich jetzt überkomme, oder? Ich habe das Zurückgeben von ihnen. 2 Schätze, 2 Liebe. Wie ein dunkler Schatten liegt die Schreckensherrschaft der Roten Khmer über Kambodscha. Mitte der 70er Jahre wurden über 2 Millionen Menschen gefoltert und ermordet. Die gesamte Intelligenzia des Landes wurde ausgelöscht. Die Armut auf dem Land ist erdrückend. Seit ihrer Kindheit wohnt Khao Van hier im Wald. Ab und zu kann sie etwas Holz verkaufen und versucht sich und ihre 3 Kinder so durchzubringen. Der Vater kümmert sich nicht um die Familie. Eine baufällige Hütte als Küche und Wohnraum. Eine kleine Hütte als Schlafplatz. Im Wald sammelt sie mit ihren Kindern Beeren, Frösche oder Schlangen, um zu überleben. Rim, der Älteste, ist 11 Jahre alt. Vanna, das Baby, 1 Jahr. Und Vanni ist 5. Das Baby ist hier geboren. Bei der Geburt war ich alleine. Es ist krank. Wir waren einmal beim Arzt. Es wurde geimpft. Der Arzt hat gesagt, es sei unterernährt. Ich würde wieder zum Arzt gehen, wenn ich Geld hätte. Aber das geht nicht im Moment. Schmied ist weit gereist, hat viel Elend und Armut gesehen. In Kambodscha konnte er nicht mehr wegschauen. Ich begreife es heute noch nicht, dass man den grauenhaften Genozid von den Roten Khmer bis zum heutigen Tag nicht verarbeitet hat. Ich begreife es heute noch nicht, dass weder die Amerikaner, noch die Vietnamesen, noch Chinesen, noch Thailänder irgendwo einen Finger gerührt hat für etwas, wo sie Mitbeteiligte gewesen sind. Und ich glaube, es gibt wirklich kein anderes Land auf dieser Welt, wo so brutal durchgeschüttelt worden ist und so brutal gemordet und geschlachtet worden ist wie Kambodscha. Und ich finde, wir sind das diesen Menschen besonders schuldig da, weil das ist ein Teil auch von unserer Verantwortung, ist ein Teil von der Verantwortung der Weltgemeinschaft. Wieso setzt man sich da nicht ein? Die Spendengelder von Smiling Gecko fließen unter anderem in das Tuk-Tuk-Projekt. Sopi Wong ist hier der Chef. Einmal im Monat kommen die Fahrer zur Inspektion. Ähnlich wie die Familien auf der Farm werden die Fahrer sorgfältig rekrutiert. By the way, this is very nice. I like this. Das finde ich sehr hübsch. Das gefällt mir. Es wäre gut, wenn man das bei jedem Tuk-Tuk installieren könnte. Ich will keine Vorhänge. Aber das ist sehr wirksam gegen Diebstahl. Ist das Ihr Tuk-Tuk? Ja, sehr schön. Das ist ein Geschenk, eine Spende. Aber du kannst es nicht mehr sehen. Das ist von Büchi. Das ist Büchi. It's our business card. It's our business. Das ist unsere Visitenkarte. Das muss sauber, frisch und hübsch aussehen. Das ist dein Job. Versteh mich nicht falsch. Das ist kein Problem, wenn es einmal vorkommt. Normally is always a problem, but today is not a problem.
Und noch immer macht Schmid genau das, womit er ganz am Anfang auf der Müllhalde begonnen hat. Überlebenshilfe. Du bist hier angekommen, fast ein bisschen wie der Messias. Fühlst du dich so? Nein. Es ist auch eine Tradition, von diesen Leuten Danke zu sagen. Also, nein, ich fühle mich jetzt überhaupt nicht als Wohltäter. Ich finde, ich mache immer noch das Minimum von dem, was ich kann. Und wir helfen ja mit dem bisschen, was wir verteilen, eigentlich nicht gross, jetzt ihre Gesamtlebenssituation zu verändern. Wir geben einfach ihnen ein bisschen Entlastung, dass die Kinder wirklich jeden Tag zu essen haben. Bist du jetzt eigentlich nicht auch ein bisschen ein Handlanger von der Regierung? Da findet ja die Regierung, okay, da hat es NGOs, da hat es Hilfswerk, da hat es Hannes Schmid. Die übernehmen das schon für uns. Ja, bestimmt. Also, da muss man sich fragen. Also, wir haben ja Tausende von Hilfswerken in diesem Land. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir uns alle zusammentun könnten. Und dann könnten wir zum Präsidenten und sagen, wenn du jetzt nicht das unterstützt, dann gehen wir alle und das Land wird stehen bleiben. Wir hätten weder Schulen noch hätten wir Spitäler. Auf der anderen Seite ist es keine Entschuldigung, die Leute im Dreck liegen zu lassen. Je länger du da bist, umso länger begreifst du, wie wichtig deine Hilfe wird. Also, obwohl alle meine Leute machen alles, was sie müssen, und trotzdem braucht es immer wieder meinen Anstoß. Und das ist im Moment meine Arbeit und auch meine grosse Belastung, die ich habe. Ich kann nicht mehr loslassen. Ich kann nicht einfach jetzt sagen, morgen, jetzt mache ich etwas weniger oder jetzt tue ich das. Sondern es wird eigentlich, eben der Druck wird auch immer grösser. Die hat noch nie so saubere Matratzen gehabt, weißt du? Hast du gesehen, wie die leben? Das ist schon lässig. Heute bezieht Familie Darwin aus dem Zementslamm ihr neues Zuhause. Es ist die 12. und vorläufig letzte Familie. Hallo, hallo. 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 Kevin. Alles, was die 8-köpfige Familie mitbringt, hat in einem kleinen Sack Platz. Okay, Smiling Gecko ist. Smiling Gecko ist sehr glücklich, Sie hier willkommen zu heißen. Ich hoffe, den Kindern gefällt es und Ihnen auch. In den nächsten Tagen haben Sie Zeit, sich einzuleben. Parrot kennen Sie ja? Er kommt jede Woche her. Wenn etwas ist, können Sie das mit ihm besprechen. Okay, thank you very vielen Dank und viel Glück. Good luck. So you look in camera, huh? Okay, ready? One, two, good. Wir sind sehr glücklich und froh, an diesem neuen Ort zu leben. Es ist wie im Himmel. Wir werden jetzt viel lernen müssen von den Angestellten. Und von unseren Nachbarn.